Buongiorno, meine kleinen Makaronis, zu einem neuen Part von Pokémon Silber im LPT Star mit dem guten Kilian. Diesmal wieder nur mit mir, da wir die Liga durch haben und ich habe die grandiose Ehre, mit Professor Lin zu telefonieren. Hallo Gold, ich habe hier etwas für dich. Könntest du kurz im Labor vorbei, Labor natürlich groß geschrieben, kommen? Er hat kommen gesagt. Bis später. Ich soll später kommen? Okay, hört sich falsch an. Ich würde mal sagen, wir gehen mal schnell zu ihm, zu dem alten Tadagreis. Obwohl, so alt ist er ja gar nicht. Und gucken, was der von uns will. Hallo. Gold, da bist du ja. Ich habe dich gerufen, weil ich dir etwas geben möchte. Es handelt sich um ein Bootsticket. Jetzt kannst du auch in Kanto Pokémon fangen. Gold erhält Bootsticket. Gold steckt Bootsticket in Basis-Items. Das Schiff legt in Oliviana City ab. Aber das weißt du ja schon, Gold. Schließlich bist du mit deinen Pokémon schon viel herumgekommen. Er hat schon wieder kommen gesagt. Übrigens, Professor Eich in Kanto, meine Grüße. Ach, überreiche. Überreiche. Ja, natürlich mache ich das. Okay, das ist gut zu wissen, weil ich wäre jetzt zum Inigo geflogen und so weiter und wäre da umsonst hingeflogen, weil ich ja nicht da durch kann. Habe ich ganz vergessen, wir müssen da rüber flattern. Da kann uns Fliegi weiterhelfen. Oliviana City. Wir müssen nach Olivia. Dann schippern wir erstmal in die gute alte Kanto-Region. Wo war der Knopf? Yeah, hier ist der Knopf. Und schon sind wir da. War es jetzt richtig? Bin ich jetzt richtig? Ich weiß es nicht. Jo, ich bin hier richtig. Cool. Dann wollen wir mal. Hi. Willkommen auf dem Schnellboot. MS Aqua. Trittst du heute deine Reise an? Ja, warum nicht? Zeige mir bitte dein Bootsticket. Yeah. Was soll das denn? Fick dich, du behindertes Drecksprogramm, ey. So, warte, es kann jetzt weitergehen. Hier hast du mein Bootsticket nach einer kleinen Unterbrechung. Gold zeigt das Bootsticket. In Ordnung, dankeschön. Yeah! Wir legen bald ab. Geh an Bord. Ich dachte, ich darf mich hinten an die Schiffsschraube hängen. Alter, diese Musik. Okay. Hast du noch was zu sagen? Die MS Aqua ist auf dem Weg nach Orania City. Wir machen eine Durchsage, wenn wir dort angekommen. Was? Orania City? Wir machen eine Durchsage, wenn wir dort an... Achso, ankommen. Angekommen? Ja, alles klar. Da habe ich mich selbst veräppelt. Was willst du denn? Boah! Entschuldigung, ich habe es eilig. Meine Enkelin fehlt noch. Sie ist noch klein. Sag mir bitte Bescheid, wenn du sie siehst. Sei froh, dass du deine Ruhe hast. Dann wollen wir mal die ganzen Kajüten hier durchklappern und gucken, ob wir irgendwas Tolles finden oder jemanden verprügeln dürfen. Ich habe nämlich keine Ahnung. Wir wollen mal hier ein bisschen uns... Hi, Typ. Bist du allein? Lass uns kämpfen. Dann zeige ich dir ein richtiges Koppel. Ja. Moment mal, wovon rede ich denn? Wir sind hier noch mal zweite Generation. Wanderer Theodor möchte kämpfen. Und schickt seinen Sand am Meer in den Kampf. Sand am Meer. Da ist es genau gut, dass... Boah, gut, dass wir mit Jenny kämpfen. Ich meine, hey. Ist natürlich sehr effektiv. Mal gucken, ob wir mit dem Feuerschlag das Vieh umlümmeln können. Ja. Na? Na gut, wenigstens Two-Hit. Giftstachel, ernsthaft, auf Level 31? Ja, wenn du meinst. Also, ne? Vielleicht nur 132, bis du mich kalt machst. Die vier, die du schon abgezogen hast. Respekt dafür. 1081 P. Mit einem E davor. Und jetzt kommt noch Geowatz. Möchtest du? Ja, möchte ich. Geowatz möchte ich nämlich nicht mit Jenny verprügeln. Könnte ein bisschen dauern. Ich glaube, wir nehmen mal unseren guten Spike. Los, Theodor, schick mir deinen Geowatt zum Opfern rein. Wo das keine Robustheit haben kann, das kommt erst in späteren Generationen. Hier ist es immer noch schutzlos unserem Erdbeben. Schaufler, ausgesetzt. Wenn, dann machen wir es mal richtig. Oh! Alles klar, gut. Attacke ging daneben, Geowatz ist tot. Spike kriegt 1251 Erfahrungspopel für nichts. Theodor wurde besiegt.
Das ist zu viel für mich. Wie kann eigentlich ein Pokémon sich in einem Schiff eingraben? Hier gibt es nichts außer Kotze. Hier gibt es nichts außer Apfelreste. Mann, hier gibt es aber auch gar nichts. Macht er einfach Finale. Wie doof. Wie kann man uns am letzten Pokémon Finale machen? Außer um zu zeigen, hey, ist mir scheißegal. Hier gibt es nichts. Hier muss es aber irgendwo was geben. Das ist noch nicht die sechste Gen, wo man sogar noch damit verarscht wird, dass man nichts finden kann. Ich glaube, es ist meine Kajüte. Das ist deine Kabine. Wenn du, wenn deine Pokémon verletzt sind, dann mach hier ein Nickerchen. Dadurch werden sie geheilt. Nein. Captain Obvious. Jetzt geh um die Ecke. Also nicht Captain Obvious, aber ist ja auch wurscht. Guck mal, ein Fettklops. Haben wir hier irgendwo einen Mülleimer? Nein. Hallo? Wie das sich mal wegdreht. Ich gehe nach Kanto, um meine Feuerschmuckkünste fortzuführen. Ach so, und ich dachte, du bist ein Vielfraß. Weil du hast so einen fetten Sprite. Er ist ein Vielfraß. Er isst gerne Chili. Und Wim schickt Smogon. Ja, natürlich. Ich meine, du nutzt Smogon, nimmst ein Streichholz und dann hast du eine Feuerkugel. Also, hey, hey. Warum nicht? Mach nochmal deinen Archak. Hey, und das reicht sogar. Nice. Jenny erreicht Level 39. Yeah. Nice. Lässt sich, kann sich sehen lassen. Als nächstes kommen Feuerspucker Wim mit Flamara. Da möchte ich gerne austauschen. Und zwar auf... Ja. Scarabon muss noch ein bisschen leveln. Und die anderen beiden möchte ich nicht reinsetzen. Einsetzen, reinschicken in den Kampf, wollte ich sagen. Weil Schwäche gegen und so. Und wobei, hat es hier schon gute Attacken? Ich weiß es gar nicht. Also. Mein Flamara ist ja erst in Gen 6 war das erst, ne? Mit Flammblitz. So, Angreif. Angriffsmäßig aggressiv geworden. Flamara wurde besiegt. Ein paar Erfahrungspopel für Spike. Level 36. Yay! Sehr schön. Und jetzt kommt Wim mit seinem letzten Pokémon mit Smogon. Ja, komm. Das darf Scarabou umknüppeln. Muss ja auch noch ein bisschen leveln. Los, Spike, genug, komm zurück. Lass Scarabou auch mal seinen Spaß. So, will man sagen, dann machen wir mal den mit der Hornattacke und so. Mit dem riesen rektal fühlenden Horn. Durchsuchen wir Smogons Löcher nach versteckten Sachen. Keine Ahnung, Beeren oder ein bisschen Kleingeld. Man weiß es ja nicht, ne? Sonst Smogon hat schon so einen derpy Blick, also das scheint nicht viel im Kopf zu sein. Zisch, die Flamme ist klein. Wie sein Penis. Was? Ich war das nicht. Hm, hier ist gar nichts. Das ist nicht viel. Warte mal, wir setzen mal kurz... Dieses ungewohnte Hin und Her switchen hier. Wir machen mal Scarabou auf vorderster Stelle, damit ich noch ein bisschen leveln kann. Da war nichts drin. Jetzt wollte ich da schon wieder reingehen, nicht blöd, Mann. Oh. Ja, natürlich. Belästige mich ruhig. Hey, Kleiner, möchtest du gegen mich antreten? Hilfe. Papa, Papa, nimmst du den auch mal mit ins Schlafzimmer? Natürlich. Wolfram, dein Vater weiß ja was, wo du Kill alles in den Kampf schicken kann. Was laber ich hier eigentlich? Los, Garbu, bring dieses Botokil zum, ja, Heulen. Hornattacke! Für die, die es nicht wussten, der Sack von Botokil ist kein Sack. Oh, sondern sein Schweif. Was denn jetzt? Botokil heilt sich mit Beere. Ah, okay. Ich glaube, die Beere hättest du dir sparen können. Die bringt dir nicht viel. Denn du bist tot. Botokil! 1254. Scarabou ist schon gleich Level 36. Sehr schön. Wolfram ist besiegt. Traurig. Du bist stark. Und muss sich wieder an seinem Kinn vergreifen. Der arme Junge. Du denkst, ich bin noch ein Baby? Das ist gemein. Du wirkst aber wie ein Baby. Zwillingsbaby, Zoe und Pia möchte kämpfen. Wer jetzt, Zoe oder Pia? Weil... Der Junge
Ursa! Alter, die Ursa ist toll. Ursaring ist cool. Again, Grizzly Kopf. Komm, wir hauen ihm mal einen Zertrümmerer rein. Zertrümmerer. Yeah! Sehr effektiv. Finte. Ach, das war doch nur eine Finte. Ich meine, 3 KP ist wirklich eine Finte. Ob das denn haut? Machen wir auf mal einen Konter. Hätte ich mal nicht so einen Scheiß gemacht. Konter! Alter. Warum musst du denn jetzt auch... Ach, komm. Hier. Da willst du einmal was ausprobieren und dann sowas, ey. Scheiß Konter. Ist genauso kacke wie bei Smash Bros. Konter-Moves. Blech. Attacke ist sehr effektiv. Verteidigung sinkt, hätte viel eher sinken sollen. Dann wäre es jetzt down. Down gehen sie alle. Natürlich ist er behindert. Er pennt noch ein Ründchen. Ja, komm, Skarabu, du schaffst das. Aufgewacht. Schlecker. Ja, toll. Hör auf, das Horn abzulecken, das ist pervers. Volltreffer, wie süß. Zertrümmerer und der die Ursa wurde besiegt, bevor es uns umbringen konnte. 823. Nur so wenig. Fanpi! Hallo, jetzt geht doch mal nach unten. Ich drücke die ganze Zeit, aber er reagiert nicht. Das ist... Ja, doofer Controller. Fanpi! Hat so einen leicht wimmernden Ruf. Aber Rukia interessiert das nicht. Rukia macht einfach mal einen Rasierblatt und rasiert ihm wieder Gillette ab, die voll über den Haufen. Sie meine, hier ist ja ein weibliches Fanpi. Bitchfight! Oh, Volltreffer. Sehr effektiv. Besiegt. 823, Level 36 für Rukia. Sehr geil. Okay. Und Zoe oder Pia wurde besiegt. Oh, wir haben verloren. Aber ich denke, nur einer hat gekämpft. Ach, die haben doch beide... Ach, wollte ich mich eigentlich verarschen? Dann haben doch eben Zoe und Pia verloren. Psst, Weiber. Hi. Hallo, ich kann meine Enkelin nirgendwo finden. Wenn sie an Bord ist, ist alles in Ordnung. Aber was ist, wenn sie über Bord fiel? Sie ist ein Energiebündel und könnte jemanden nerven. Ich mache mir ernsthaft Sorgen. Ach, keine Sorge. Wenn ich sie finde, werde ich sie für dich vertrimmen. Keine Angst. Controller auf rumzuspacken und geh weiter. Warte mal, warte mal. Einmal in den Beutel gucken. Einmal den hier und Behinderung wurde aufgehoben. Yeah! Mal gucken, was wir hier finden. Ei, Matrause! Was willst du von mir? Kumpel, könntest du mal nach meinem Kleinen suchen? Er fault uns irgendwo, dieser Müßiggänger. Ich würde ihn selbst suchen, aber ich bin gerade im Dienst. Ich hab doch... Das ist deine Kabine. Wenn deine. Ja. Da bin ich. Ja, toll. Wo ist der Penner? Hallo? Hier war nur der Fette. Ah, der ist das, ne? Hallo? Alle Passagiere sind Trainer. Sie warten in ihren Kabinen auf Herausforderer. Okay, da war es nicht. Wo ist denn der Penner? Hier sind nur die Pfeifen. Und hier ist so der Opa, der seine scheiß Enkelin sucht. Wo ist denn der Sack? Oder war ich hier noch nicht drin? Oder bist du das? Toll. Auch nicht. Wo ist die Arschkrampe? Du bist nicht, ne? Nein, du bist wirklich nicht. Okay. War der vorhin auch schon hier? Ich glaube nicht, ne? Richtig, ich bin ein Matrose. Ich habe nicht gefaulenzt. Die Kabine war frei. Darum habe ich ein Nickerchen gemacht. Was soll's? Lass uns kämpfen. Komm her, faule Sau, komm her. Ja, so tut, als wenn er stark ist, aber ist einfach nur...
Pascal. Schickt Mahalo. Mahalo. Und wir haben uns Grabbe. Yeah. Hornattacke. Bring es um. Spieß es mit deinem Horn auf wie ein Stier einen... Wie heißen die Idioten nochmal? Hier die Stierkämpfer. Ja, spießen einfach auf wie so ein Stierkämpfer. Ist Stierkämpfer die richtige Bezeichnung? Toro, Toro, andere, andere, arriba, was weiß ich. Fast Level 36. Enjoin. Enjoin. Sieht so derpig aus, einfach nur so extrem derpig. Es bettelt für mich um den Gnadenstoß. Mit einem langen Horn. Voll in die Poppes. Was? Scarbo erreicht Level 36. Das habe ich gesagt. Genau. Und als letztes kommt ein Maschok. Ach, scheiß drauf. Wir bleiben bei Scarbo. Ein bisschen Level. Alter, sieht das aus, ey. Sie sieht ein bisschen bescheuert aus. Wenn man das mal so sagen darf. Karateschlag. Wow. 10 abgezogen. Wie viel 10 wählen wir jetzt ab? 5? Sieht fast so aus. Hornattacke. Horne ist zu Boden. Karateschlag. Genau. Wow, das war jetzt sogar nur 9. Wow, er steigert sich ins Unermessliche. Maschok wurde besiegt. Yeah. 1032. Öpp. Und Pascal liegt wimmernd am Boden. Es war alles meine Schuld. Es war meine Schuld. Heul doch. Als Matrose muss man körperlich arbeiten. Das ist sehr anstrengend. Und es verpiss dich. So. Will man sagen, ich ruh mich mal aus. Ein weiches Bett. Schlafenszeit. Ich werde noch nicht mal gefragt von meinen Gedanken, ob ich überhaupt schlafen möchte. Das ist nicht sehr nett. So, jetzt können wir aber erstmal weitermachen und Items finden. Das mache ich noch schnell, bevor der Part voll ist. Gern geschehen. Na, hier gibt's nichts. Natürlich gibt's da drin nichts. Ich dachte, wir finden hier noch ein paar tolle Sachen. Was hast du dazu zu sagen? Ich bin sehr krank. Guck bitte in den Eimer und kotze da rein. Ah, ein Jongleur. Eike? Schickt Pantimos. 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 So schäbig, Alter. So. Pantimos wird von vielen gehasst, weil es menschenähnlich ist. Das ist so eine Psychomacke von Menschen. Alles, was menschenähnlich aussieht, muss dann aber auch richtig gut aussehen. Das heißt, 5 Finger haben. Das ist eine Tatsache. Da Pantimos nur 4 Finger hat, wird es gerne von den meisten gehasst, weil es einfach nicht menschlich genug aussieht. Es sieht einfach scheiße aus. Pantimos sieht scheiße aus. Man kann es nicht anders sagen. Ich meine, guck es dir an. Schlabrige, wabbelige Birne, dünne Ärmchen und dann 4 Finger. Das ist einer der Gründe, warum Pantimos sehr unbeliebt ist. Da hilft auch ein Pantimimimimimimi nichts. Ein Magma. Wir bleiben mal drin und verprügeln Magma. Ich sollte auch mal dran denken zu drücken. Magma ist cool. Magma. Magma ist toll. Ich mag Magma und Magbrand finde ich auch cool. Ich finde besonders den Kampf im Anime, in der ersten Staffel. Die erste Staffel ist ja noch toll vom Pokémon-Anime. Da finde ich den Kampf cool. Glurak gegen Magma auf dem Vulkan. Fand ich mega geil. Dann noch dieser epische Geowurf. Natürlich. Alter, hör auf, ey. Fand ich mega geil. Also da war... Ich habe auch die Musik von dem Kampf auf Platte. Finde ich auch toll. Ach komm, hör. Magma. Nerv mich nicht. Einmal mache ich noch. Wenn du da nicht triffst, dann... Okay, wechsle ich dich aus. Hast du dir erspart. Bin stolz auf dich, Scarabu. Du hast es geschafft. 1036. Öpp. Öpp für Epilepsie. Für Epilepsie. Maschok. Maschok. Da darf doch mal die gute Rukia eingreifen und Maschok verprügeln.
zum Grand Finale dieses Parts. Das männliche Mashoki von dem weiblichen Rukia umgelümmelt mit einem Body-Slam. Oh, ist das schlecht, ey. Oh nein, er wirft einen Ball auf uns. Aua. Mit vollem Körpereinsatz. Mashok wurde verkrüppelt. 906 App. Und Eike wurde besiegt. Yeah, ich kann mich nicht bewegen. Dann leg dich mit deinem... Willst du mich eigentlich verarschen? Leg dich mit deinem Gesicht in den Müll, in den Kotzeimer. Gold, guten Abend. Ich bin's, Alfred. Hast du eine Minute Zeit? Nein, habe ich nicht. Willst du kämpfen? Nein, will ich nicht. Ah, lass mich in Ruhe. Verpiss dich. Steh da bitte. Die Route ist mir egal. Alfred Angler. Blablabla. Was hat er eigentlich zu sagen? Möchte er sich bedanken? Danke, Junge. Ich habe mit ihm geredet. Er wird nicht mehr faulenzen. Ein kleines Mädchen. Ich glaube, sie ist hier vorbeigekommen. Ach, die hast du nicht aufgehalten? Ja, hast du was Angst vor kleinen Mädchen oder was? Muschi. Kleine, erbärmliche Muschi. Dann würde ich mal sagen... Der will auch bestimmt kämpfen. Warte mal. Wenn der kämpfen möchte... Puh. Setzen wir ihn einfach mal... Ach, wir bleiben bei Scarabu. Ja, er möchte kämpfen. Sehr schön. In den Pausen ist Kämpfen meine. Wie es weitergeht, darf der gute Kilian im nächsten Part nächste Woche erläutern. Das war's erstmal für heute. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns im übernächsten Part wieder. Nächste Folge macht Kilian alleine. Jetzt geht's wieder im Wechsel hin und her, bis wir gegen Red kämpfen. Gegen, ja, den guten alten Rot. Oder, nein, ich sag jetzt nicht Ash, das wäre gemein. Gegen Red, wenn wir gegen Red kämpfen, das werden wir wieder zusammen kommentieren, lauter hören und so weiter, da werdet ihr uns hören. Auf jeden Fall, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zusehen. Im nächsten Part ist Kilian dabei und darf den Satz jetzt zu Ende bringen. Arrivederci und wir sehen uns. Tschüss.